Ja, ihr habt auch alle das Concept Board offen, die Onliner, damit ihr hier auch von euch Stimmungen mitbekommen, weil wir haben gleich noch was vor mit euch. Ihr alle habt hier im Raum ja auch schon auf, ihr seid jetzt so vorbereitet. Beziehungsweise habt ihr einen Rechner dabei. Ja, wir hätten ja auch Stifte und Blöcke praktisch an jedem Tisch, um euch einzuladen. Und zwar, bevor wir in die Methode einsteigen, nochmal kurz bei euch nochmal im Leben zu gucken. Wann habt ihr das letzte Mal, ich muss glaube ich auch noch vorne sprechen, persönliche Veränderungen erlebt? Und wie seid ihr damit umgegangen? Ja. Also sowas wie Umzug oder so, ne? Wann musstet ihr mal raus aus eurer Komfortzone? Ja. Also wann seid ihr umgezogen, Studium, aus dem Haus rausgezogen? Wie seid ihr da umgegangen? Wie habt ihr euch da bewegt, verändert? Wie seid ihr in Kontakt gekommen wieder mit neuen Menschen? Was waren da so hilfreiche Ideen, hilfreiche Aktionen, Handlungen, die euch da weitergeholfen haben? Die mal sammeln, entweder gleich ins Konzeptboard reinschreiben oder hier auf die Kärtchen einfach mal 5 Minuten oder so. Du bist Timekeeper. Ja, 3 Minuten habt ihr jetzt Zeit, darüber mal in Ruhe nachzudenken. Ja. Das ist also erst einmal. Ist die Session, schon losgegangen? Session ist schon losgegangen, Martina. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und hiermit beginnt die Session. Woll. Yeah. Working out loud. Und die erste Frage, über die ihr nachdenken sollt, mal kurz so für euch in Stille, ist, wann war eure letzte größere Veränderung? Das kann ein Studium sein oder vielleicht auch ein Umzug. Und wie seid ihr damit umgegangen? Also was waren für euch hilfreiche Dinge, um diese Veränderung, sage ich mal, gut zu ertragen? Und was ihr tun könnt, ist, dass eure Ideen dazu und eure Erlebnisse ins Conceptboard direkt eintragen. Da gibt es ja den Raum Lea, auch für unsere Session. Oder die hier im Raum sind, können sie es erstmal auf den Zettel schreiben. Ihr draußen dürft es euch auch auf den Zettel schreiben, wie ihr wollt. Aber denkt einfach mal in Ruhe darüber nach. 3 Minuten ist jetzt mal kurz wirklich Stille der Zeit für euch. Und kommen. Wir können uns mal kurz umstellen, dann stören wir nicht die Ruhe. Also an der Tastatur. Ach, okay. Das. Alfred? Ja. Ich verstehe leider nur die Nebengespräche. Die Hauptgespräche, das, was ihr am Anfang gesagt habt, ist gar nicht zu verstehen, weil es ist überlagert. Ja, es gibt irgendjemanden, die Katharina, die irgendwie spricht, kann sich die mal entmuten. Aber natürlich, noch eine größere Runde im Hotel ist natürlich noch besser. Je mehr, desto besser. Wenn man abends noch an der Bar sitzt. Du hast doch die Tastatur da vorne. Vielleicht habt ihr ja so. Okay. WG-ähnlich, also eine gemeinsame Küche. Kann das sein, dass es aus einer anderen Session kommt? Weil hier im Raum, also bei euch im Raum, spricht doch keiner, oder? Bei uns spricht keiner. Also es ist irgendwie ist es überlagert. Ich höre, glaube ich, Franziska und wen soll ich
Soll ich aus dem Raum noch mal rausgehen? Ich habe nee, das, nee, das Tina, ich habe das noch, ja, ja, der Hinweis noch mal an alle, okay. Dass das wirklich hallo an alle, die sprechen. Wer hat denn gerade das Zelt dabei? Wer ist denn gerade da am Sprechen, bitte? Leute von außen einladen. Wer lädt denn aus? Also wir haben hier einen Test 2. Wer ist denn das? Der ist jetzt gemutet. Wer spricht denn da jetzt gerade? Hallo? Ja, jetzt, Martina, jetzt sprechen wir wieder. Ja, ich höre euch parallel und ich sehe auf dem Bild, dass es anderen auch so geht. Also es ist irgendeine Gruppe drin, die sich unterhält und dadurch höre ich das, was im Raum ist, nur in zweiter Linie. Ich glaube, das ist aber nur bei dir so, also als du gerade muted warst. Nee, da hat noch jemand genickt. Nee, da hat noch jemand genickt. Genau, und das ist bei uns, ich glaube, im virtuellen Raum bei allen so. Das scheint aus einem anderen Meeting zu kommen, aber ich verstehe nicht, wie das sein kann. Habe ich noch nie gehabt, den Fall. Ich hatte das, also ich bin auch virtuell drin und ich habe es nicht. Habt ihr vielleicht in einem zweiten Browserfenster noch die andere Teams-Session offen oder so? Nein. Okay. Weil ich habe es auch nicht, bin auch in Teams drin. Ich hatte es gerade nicht, als Martina, als du gemutet warst. Da war es bei mir weg. Jetzt ist es weg. Ja, dann bin vielleicht ich es und gehe nochmal raus und komme nochmal wieder. Das ist sozusagen super. Gemauert mit dem Balkon davor. Ja, jetzt ist es weg. Sehr cool. Herrliche Ruhe plötzlich. Schon mal erstes Learning bei einer Veränderung. Was hat geholfen zu sprechen? Klare Kommunikation. Aber das kann tatsächlich sein mit dem zweiten Browserfenster. Nur ist erstaunlich, dass wir das dann alle hören. Dafür hören wir jetzt aber, glaube ich, die Gruppe nicht mit, ne? Gasttest 2. Okay. Aber jetzt funktioniert es wieder, oder? Jetzt geht es super. Und keine Nebengeräusche mehr. Perfekt. Genau. Super. Ja, dann haben wir schon die erste persönliche Veränderung hier durchlebt. Wusstet ihr eigentlich, was ihr tun sollt? Habt ihr das nochmal verstanden, was ihr tun solltet? Wir hatten jetzt 3 Minuten Zeit gegeben, über eure letzte oder erste persönliche Veränderung nachzudenken. Was hat euch dabei geholfen? Was waren da persönliche Erfahrungen, Tipps? Was habt ihr ausprobiert? Was hat funktioniert? Was vielleicht nicht? Um das mal zu sammeln, einfach ins Konzeptboard reinzuschreiben. Das war jetzt so die Aufgabe der letzten 3 Minuten. Jetzt haben wir etwas länger gebraucht. Auch die TeilgeberInnen hier im Raum haben schon fleißig geschrieben und haben auch noch Post-its da, die wir dann hinterher auch zur Verfügung stellen. Genau, und das solltet ihr deshalb tun, weil der Alfred eine fluffige Überleitung machen wollte. Ja. Aber wir können ja vielleicht noch mal ein paar Stimmen sammeln. Wer mag, magst du vielleicht teilen, was du an Erfahrungen gemacht hast? Ja. Ist egal. Muss ich denn so nah? Kann man mich gut hören? Muss ich näher ran oder ist das für euch okay? Ist super. Also kurz, wer bist du? Ja, ich bin Anja. Ich arbeite in Dortmund bei der AOK Nordwest und dazu auch passend meine Veränderungen. Also ich bin jetzt im Juli letzten Jahres erst in der digitalen Bildung dort gestartet und hatte damit nicht so viel am Hut, ehrlicherweise. Und wie es auch hier für mich ein bisschen war, wurde ich erstmal zugeschmissen mit ganz vielen neuen Themen und musste mich erstmal zurechtfinden. Und was mir da gut geholfen hat, war quasi ganz, ganz viel Austausch, also Feedbacks direkt am Anfang, dass ich fragen konnte, wie läuft das bei euch, aber auch eine Rückmeldung bekommen habe, wie kann ich mich einfinden, macht das Sinn, wie ich das vorhabe und halt einfach immer dieser Austausch. Was mir auch sehr geholfen hat, war OneNote als Wissenssammlung für uns intern, einfach um zu schauen, welche Themen bearbeiten wir und das mehr oder weniger auch in Echtzeit zu sehen.
Und was ich super fand, ist, wir haben einen täglichen Check-in mit einem Moodboard und einem Glücksrad. Und das Moodboard ist wirklich persönlich zu fragen, wie geht es einem eigentlich an dem jeweiligen Tag? Und das Glücksrad war, dass man quasi dran dreht. Und je nachdem, wo es stehen bleibt, dann mal kurz was dazu sagt. Ein Beispiel wäre dann zum Beispiel, was ist dein wichtigstes Learning dieser Woche? Und das wurde dann besprochen. Genau. Super. Vielen Dank. Ich hatte notiert von dem Klassenzimmer in die Dunkelkammer 2020. Das war erstmal wirklich erschreckend, so vor der dunklen Bildschirm zu sitzen. Alle hatten Kamera aus und gar nicht zu wissen, ob man irgendwen und irgendwas erreicht. Das war sehr tiefgreifend und was geholfen hat, war ein beständiger Austausch mit KollegInnen. Und das Zweite, was geholfen hat, sich wirklich darauf einzulassen, nicht zu denken, es passiert nichts, sondern diese unwissende Haltung, ich weiß nicht, was gerade auf der anderen Seite ist, beizubehalten. Das war so mein wichtigstes Learning, also nicht mit Vorwegannahmen die Situation verschlimmern. Genau, ich mache es ganz kurz. Silvia, mein Name. Ich habe zwei Stichpunkte da aufgeschrieben. Tatsächlich Umzug vor einem Jahr von der Stadt aufs Land. Da hat einfach geholfen, auf Menschen zuzugehen. Das ist am Land ein bisschen schwieriger als in der Stadt. Ein bisschen aktiver sein. Und das Zweite, Rückkehr in den Beruf nach der Elternzeit, neues Themengebiet. Das hat geholfen. Ich bin heute hier. Cool. Danke dir. Mag jemand noch? Ja, vielleicht Jean-Claude, mein Name. Ich habe eine persönliche und vielleicht berufliche Erfahrung diesbezüglich. Ich musste vor knapp 3 Wochen das erste Mal eine sehr kritische und wichtige Verhandlung rein online führen. Und alle Beteiligten waren quasi ganz neu in diesem Thema. Und das Erste, was dort geholfen hat, ist einfach die Widerstände dagegen zu bauen, indem man einfach allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben hat, einfach mal auch ihre Eindrücke und ihre Ängste da ein bisschen zu kommunizieren, auch wenn es eine wirklich wichtige Verhandlung war, einfach offen darüber zu sprechen. Und das war für mich eigentlich die wichtigste Erfahrung daraus. Ich war gerade nur ein bisschen abgelenkt. Sorry. Genau, also ich heiße Jochen und ich habe tatsächlich 2 Post-its hier auch auf das Konzeptboard geklebt. Das eine davon hat mit meiner Unternehmensgründung zu tun. Ich habe mit 45 Jahren, glaube ich, wenn ich es recht erinnere, zum ersten Mal ein Unternehmen gegründet und nach einer eigentlich ziemlich klassischen Karriere auch in Konzernen mit relativ hoher Arbeitssicherheit, war das eine ziemlich aufregende Geschichte. Und was geholfen hat, ist in erster Linie mal familiäre Unterstützung. Also meine Kinder finden es toll, dass der Papa jetzt was Eigenes macht. Ich habe auch, glaube ich, ein bisschen bessere Laune zu Hause. Und meine Frau ist halt auch krass, weil die verdient zum Beispiel auch sehr gutes Geld, muss man auch mal sagen. Sonst könnte ich mir das gar nicht so erlauben. Und ja, das war so das eine Learning. Und über alles Weitere können wir dann später sprechen. Cool. Haben wir da online noch eine Stimme einholen? Mag jemand sich entmuten, bewusst entmuten und was teilen von euch Onlinern? Ich bin gerade in den Raum geswitcht von einem anderen. Ich weiß gar nicht, worum es geht, ehrlich gesagt. Könnt ihr nur mal kurz sagen, was die Aufgabe war? Ja, es geht darum, was hast du in den letzten Jahren oder in deinem Leben an persönlicher Veränderung erlebt und was hat dir dabei geholfen? Was war hilfreich? Was hast du selber initiiert? Und einfach Tipps an die Hand zu geben mit den anderen. Ja, würde ich direkt was zu sagen können, wenn ihr. Ja, ich bin 2020 mitten in der Pandemie von einem mittelständischen Unternehmen aus Hamburg zu Conti gewechselt. Onboarding komplett online und das hat mich persönlich in eine ziemliche Krise befördert. Und ich kann nur sagen, Selbstmanagement und Resilienz waren die Lösung. Also tatsächlich sehr strukturiert damit umzugehen, was das bedeutet, weil in einem Konzern anzufangen, ohne jemanden zu kennen, ohne Menschen zu sehen, das war schon heftig. Und ich glaube, das haben auch ganz viele andere Menschen auch erlebt. Und ich glaube, Selbststeuerung ist das Keyword für alle. Super. Danke dir. Martina hebt die Hand. Ja, also ich möchte einfach teilen, dass durch Corona online war das ja ein Booster. Aber das war für mich eine Trägerrakete aus dem Silo,
den es gibt, in dem ich gefangen bin, sozusagen ausbrechen zu dürfen, ohne wirklich jetzt großartiges finanzielles Leid, also dass ich alles jetzt selbst bezahlen müssen. Und das war ein absoluter Wissensbooster und Unterstützungsbooster für mich. Also die Arbeit online und die Möglichkeiten, die es online gibt. Super. Dankeschön, Martina. Ja, jetzt haben wir schon sehr viele Dinge gehört und Stimmen gehört, die in Working Out Loud mit einbezahlen, ohne dass wir es jetzt Working Out Loud nennen. Ja? Also wir Menschen sind soziale Wesen und das hat auch die Methode oder das Programm auch von vorher Bryce Williams, der das eigentlich gegründet hatte und dann eben John Stepper weiterentwickelt. Jochen ist ja da auch ein Early Adapter gewesen an der Stelle. Und ich teile mal kurz das Bild mit euch auf die Kamera. Also, man sieht hier diese fünf Elemente. Wir haben die auch draußen noch in der World Assembly. Geschirr sehen wir schon viele Themen und Dinge, wo ihr schon eingezahlt habt. Also, wir haben ganz oft gehört, Beziehungen, ja. Also, Relationships. Also, wie stellen wir Menschen Beziehungen her, wenn wir eben, wie bei dir praktisch, von der Stadt aufs Land wechseln, ja, also gehen wir da wieder auf Menschen zu. Das ist total wichtig. Also die Isolation, was wir jetzt auch mit Corona erlebt haben, ist das Schlimmste für den Menschen, was man ihm antun kann, ja. Deswegen ist Beziehungsarbeit sowohl physisch wie virtuell total wichtig, dass man da immer wieder in Kontakt geht mit dem anderen, dass man immer wieder sich in Erinnerung ruft Du bist zu weit weg. Okay, ich bin zu weit weg. Okay, sorry. Und da immer wieder in Kontakt kommt mit den anderen und immer wieder die Beziehungen vertieft und stärkt und sich immer wieder darum kümmert. Also Beziehungspflege ist total wichtig für uns Menschen. Das zweite Thema, was draufsteht, ist Generosity. Generosity bedeutet geben, ohne zu erwarten. Das fällt uns als Menschen im Privaten leichter, oft als im beruflichen Kontext. Im beruflichen Kontext sind wir oft so in unserem Silo gefangen, dass wir sagen, ja, wenn ich das jetzt teile, dann könnte der andere einen Vorteil haben. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn ich ein Problem teile, ist ja, ich arbeite in einer großen Organisation, die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass 10.000 oder 100.000 andere auch an dem Problem schon mal gestanden sind. Oder wenn man es ins Internet skaliert, die Menschheit knappert irgendwo an einer anderen Stelle genau an dem gleichen Problem, das ich gerade habe. Und wenn ich das teile und sichtbar mache, dann wird mir auch geholfen. Wenn ich das in meiner Schublade behalte oder für mich in meinem Kopf behalte, dann komme ich eben vielleicht nur zu der Lösung, die ich immer schon gemacht habe, aber vielleicht nicht zu neuen Lösungen. Und deswegen ist auch ganz wichtig, ich glaube, vorhin habe ich es mir rausgehört, nicht zu werten. Ja? Also nicht zu werten, jetzt auch im Barcamp, jeder Beitrag ist wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll und jeder Beitrag ist wertvoll. Das ist auch so ein Learning als Menschheit. Sind wir schnell im Bewerten drin und das wieder zu entdecken. Alfred? Ja. Servus, ja. Ich habe gerade das Bild von Tanmay Vora mit den Five Elements aufs Concept Board gepostet. Da könnt ihr euch da anschauen. Super. Danke dir. Dann Visible Work habe ich ja auch schon angeteasert, praktisch, das ist das Thema sichtbar arbeiten, sprich darüber, was dich gerade beschäftigt, womit wirst du gerade verbunden. Dann haben wir den Purposeful Discovery, das ist ja auch gerade momentan wieder Purpose. Die Menschen wollen Sinn erleben in der Arbeit, wollen Sinn erleben im Leben, wollen Sinn erleben in der Arbeit, das ist total wichtig. Und Growth Mindset, das ist dann eben das, was auch am Ende entstehen kann, ist dann eben die Offenheit, das Wachstum für einen selber, das Wachstum in der Gruppe und da eben auch immer Herausforderungen im Leben, was ich ja alle jetzt schon gezeigt habe, offen aufzunehmen, als Chance aufzunehmen und nicht zu verzagen, sondern einfach in der Gemeinschaft nach neuen Lösungen zu suchen. Da sind wir Menschen in der Menschheitsgeschichte ja immer schon kreativ gewesen. Wir haben auch Lösungen finden. Genau. Vor allem eben gemeinsam. Ja. Also das sind jetzt die fünf Elemente. Habt ihr dazu jetzt irgendwelche Anregungen, Fragen, irgendwas, was euch gerade im Kopf geht, wo ihr sagt, hey, wow, so habe ich das noch nicht gesehen oder
konträr gerne auch melden. Ja. Ansonsten würde ich dann mal weitergehen in die Methode. Also wir sind ja auch hier, um euch da einzuladen, praktisch, wie kann ich das Thema oder dieses Programm jetzt auch nutzen. Das heißt, es gibt ja wohl Wiki oder die Sandra hat die Tasse da. Vielleicht kannst du mal die Tasse in die Kamera halten. Wie sieht die Tasse hier? Hier, das ist die Peerfinder. Ja, Peerfinder-Tasse. Vom Peerfinder. Da kann man Wollzirkel finden. Ja, ich halte es mal in die Kamera. Hier gibt es die Peerfinder-Tasse. Das heißt, die Peerfinder-App, das ist vom Leonid, der heute auch physisch da ist. Eine App, da könnt ihr euch praktisch zu viert oder zu fünft mit fremden Menschen zusammenfinden. Könnt ihr sagen, hey, ich möchte mal mit euch gemeinsam lernen, mich beschäftigt gerade das und das. Gibt es vielleicht irgendwie 4, 5 andere Freiwillige, die da auch Bock haben, sich da eben in der Gruppe regelmäßig zu treffen. Das ist eben ganz, ganz niedrigschwellig, einladungsbasiert, da eben selbst loszulaufen. Ja. Und wie gesagt, das Selbstloslaufen, das ist eben auch bei Working Out Loud wichtig, dass man eben sagt, okay, ich habe ein Ziel, ich laufe mal los, ich merke gerade persönliche Veränderungen, ich muss mich öffnen, vielleicht wegen neuer Lebenssituation und ich möchte dazu lernen, ganz einfach. Und dann setzt man sich ein Ziel und das Ziel, weil es eben auch selbstbestimmt ist, das darf sich verändern. Ihr seid alle Menschen, ihr seid alle veränderbar, ihr habt das schon bewiesen in eurem Leben. Und ihr dürft euch das Ziel, weil es auch selbstbestimmt ist, verändern. Wenn ihr merkt, ach, das Ziel ist jetzt, ich will Assistent vom Olaf Scholz werden, ich merke nach 3 Wochen, ist es gar nicht, ja, dann verändere ich das Ziel, ja, weil es mein Ziel ist. Das heißt ja nicht, dass es nicht veränderbar ist. Also Unternehmensziele ist was anderes, die müssen mal eingefroren sein, aber mein persönliches Ziel in diesen 12 Wochen kann ich durchaus verändern und das ist total wichtig. Und dann teile ich dieses Ziel eben auch in dem Circle, also wir reden immer vom Circle von 4, 5 Menschen mit anderen und es ist völlig legitim beziehungsweise sehr, sehr wertvoll, wenn die anderen Menschen möglichst divers sind, möglichst divers von den Zielen, von den beruflichen Lebenshintergründen als ihr selber. Ihr könnt total viel lernen, wenn alt, jung, Mann, Frau, kulturelle Unterschiede drin sind, dann kann man total viel lernen, dass man einfach sagt, okay, wie sieht ein anderer Mensch das? Wie drehe ich das Problem nochmal, die Aufgabenstellung? Kann ich das aufnehmen? Was hat der andere da für eine Sicht drauf? Ja? Und dann, wie gesagt, laufe ich los und habe in 12 Wochen ein sehr gutes Framework, eine sehr gute Anleitung, die ihr dann auch im Wollwiki nochmal einsehen könnt, wo ihr dann Woche für Woche euch trefft, eine Stunde euch Zeit nehmt. Das ist auch so ein Thema, was wir auch gestern in den Vorträgen immer gehört haben. Lernzeit nehmen, sich Lernzeit nehmen, sich Zeit nehmen für sich selber. Das sagt man immer so leicht dahin. Ja. Jochen nickt gerade mit Family. Natürlich pay yourself first im Englischen und jeder kennt die Durchsage im Flieger. Kümmer dich zuerst um dich selber und dann hilfst du anderen und Hilfsbedürftigen. Wenn ihr nicht gut für euch selber sorgt, dann könnt ihr auch nicht anderen helfen. Also das Thema Selbstwirksamkeit, jetzt haben wir gerade Resilienz gehört, ist enorm wichtig und zahlt Working Out Loud enorm ein dafür, dass er sagt, okay, wie kann ich da wieder in den Modus kommen, dass ich wirklich Zeit für mich selber habe, Zeit für mich selber reserviere. Diese eine Stunde wird nicht überbucht, die ist für mich da. In der Zwischenzeit kann ich mir eine Hausaufgabe geben oder gemeinsam in der Gruppe mir was arbeiten und sage, von Woche zu Woche nehme ich was mit, kann mir auch nochmal zusätzliches Material angucken und kann da eben gemeinsam wachsen und kriege auch von den anderen immer wieder ein Feedback, kann mir auch zwischendurch Feedback einholen und kann sagen, hey, wie siehst du das? Wo stehst du gerade mit deinem Ziel? Hat sich was verändert? Können wir nochmal den Circle erweitern? Das ist auch das Thema Relationship, endet ja nicht in dem Zirkel, sondern jeder von euch hat ja hinten dran nochmal eine Riesenmenge an Menschen, ja, die jede von euch und jeder von euch kennt. Und die sind ja auch Teil der Lerngemeinschaft.
Und wenn wir die nutzen, wenn man nämlich sagt, hey, ich habe jetzt gerade jemanden, der beschäftigt sich mit KI, der könnte dir helfen. KI war doch dein Ziel, ja? Dann spanne ich die beiden zusammen. Oder wir nutzen LinkedIn, wir nutzen Twitter. Da auch immer wieder zu gucken, hey, für wen connecten, für wen könnte das interessant sein? Ja? Wenn ich weiß, okay, die Sandra beschäftigt sich mit digitalen Lernen, dann nehme ich das einfach mit und sage, hey, hier Verbindungen schaffen und aus Verbindungen entsteht immer ein Mehrwert. Wird immer mehr daraus, das ist immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und jetzt nicht Wachstum, auch so vielleicht noch eine Assoziation zu Working Out Loud, ist nicht externes Wachstum, sondern internes Wachstum. Inneres Wachstum, was passiert mit mir? Welche Ressourcen habe ich in mir? Wieder der Bogen zur Resilienz, also welche Stärken habe ich in mir? Was merke ich in mir? Was gelingt mir leicht? Wo tue ich mich schwer? Und das immer wieder zu reflektieren und zu sagen, hey, das hat mir wirklich gut getan. Ja? Nicht das höher, schneller, weiter, was wir auch immer noch haben, ja, sondern einfach darüber nachzudenken, hey, was brauche ich für mich? Was tut mir selber gut? Ja? Und dann komme ich auch wieder zum Sinn im Leben, zum Sinn im Arbeiten. Wo sind meine Stärken? Und an denen zu arbeiten, statt immer auf diese Defizite zu gucken und zu sagen, ich schaue zwar ein bisschen sportlich aus an meiner Geschichte, aber ich werde nie ein guter Leistungssportler werden. Und das muss man dann sagen, okay, das muss ich irgendwann akzeptieren. Dafür habe ich vielleicht andere Fähigkeiten und kann die gut einbringen. Die Sandra schaut auf die Uhr. Ja, ihr merkt, Alfred liebt voll. Er könnte jetzt wahrscheinlich noch ewig weitergehen. Wir haben uns noch eine Viertelstunde, deswegen Barbara und ich wollten auch noch unsere Erfahrungen mit Voice kurz mitteilen. Ja. Ich bin damit in Berührung gekommen durch die Pandemie. Also das klingt vielleicht doof, aber die Pandemie hat mich sehr weiterentwickelt. Und sieht dich, glaube ich. Das machen wir. Ja. Ihr wisst doch, wie ich aussehe. Wollt ihr mich sehen unbedingt? Bitte gerne. Es ist nämlich sehr eng hier in dem Raum. Das könnt ihr vielleicht nicht sehen. Und wenn ich hier dran vorbeigehe, ich habe einen ziemlich dicken Po, reiße ich vielleicht die Technik um. Aber gut, ich gehe mal hier hin. Wunderbar. Hi. dann sehe ich mich aber mal ganz hinter. Genau, also jetzt bin ich wieder piepslich klein. Ja, aber wenn ich dahin gehe, sehen die nur meinen Hinterteil. Hybrid, wir sind noch dabei. So ist wunderbar. Sie, ja, genau. Also ich glaube, das ist die Herausforderung der Zeit, zu sagen, was ist wirklich ein richtig cooles Hybrid-Setting, wo sich alle mit wohlfühlen und wo man nicht total schwitzend in den Raum kommt und Angst hat, dass irgendwas nicht geht. Aber gut, wir üben noch. Das ist, und deswegen, das finde ich immer an solchen Sachen schön, auch zu sagen, wir üben noch, ist doch egal, wenn es erstmal nicht klappt. Daraus lernen wir ja. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, war meine Wollerfahrung. Ja, man musste ja plötzlich alles digital machen und ich hatte da jetzt nicht so die Berührungspunkte so wahnsinnig. Ich bin in dieses Woll-Frauenstärken-Programm aus irgendeinem Grund reingerutscht. Ich wusste ja gar nicht, Woll, was ist denn das? Working out loud, dachte ich, muss ich jetzt lauter reden bei der Arbeit oder wie? Nein, es geht eher darum, dass man sich und seine Themen sichtbar macht. Und das macht man, wie Alfred schon gesagt hat, mit etwa 5 Personen in einer Gruppe. 12 Wochen lang trifft man sich für eine Stunde, hat auch so ein bisschen Hausaufgaben beim Woll-Leitfaden, wenn man dem folgen möchte. Muss man aber auch nicht unbedingt. Also alles kann, nichts muss, das gefällt mir daran. Ja, aber das Wichtigste für mich war, ich habe jetzt inzwischen 4 Woll-Zirkel gemacht. Falls Ann-Kathrin noch da ist, Ann-Kathrin und ich waren auch schon mal in einem Zirkel. und es waren immer ganz unterschiedliche, mir völlig fremde Personen. Und wir haben uns aber immer angefreundet und unsere Sachen geteilt und jeder hat eine andere Perspektive dazu. Und das ist so hilfreich, wirklich mal mit Fremden über sein Zeug zu reden und auch Dinge, die einen so, weiß ich nicht, da knabbert man so ewig dran. Und dann kommt jemand und sagt, na, aber guck doch mal, riech doch mal. Und dann denkst du, ja genau, wäre ich nie drauf gekommen. Und das ist für mich die Macht dieser Working Out Loud Sachen, ne? Zu sagen, ich treffe mich regelmäßig, wirklich committed, ne? 12 Wochen lang, eine Stunde lang, ist ja jetzt nicht so viel. Mit mir erstmal fremden Menschen und man gewinnt auch eine Nähe, ne? Das auf jeden Fall. Und das hilft. Also für mich war das so ein richtiger Augenöffner. Also ich habe jetzt in den 2 Jahren eine sehr große Weiterentwicklung erlebt für mich selbst. Also ich hätte mir vor 2,5 Jahren nicht getraut, hier zu stehen. Ne? Also ja, niemals im Leben. Jetzt stehe ich aber hier und finde es cool. Wusste ich vorher noch nicht. Und damit gebe ich mal ab an Barbara. Wie ist denn Woll für dich so? Ja, Martina meldet sich noch. Martina, möchtest du direkt auf Sandra reagieren?
Alles gut, Barbara. Es ist jetzt nichts in der Chronologie. Du kannst ruhig vorangehen. Gerne. Okay, alles klar. Gut, dann will ich noch drei Sätze zu mir sagen. Ich bin heute aus Berlin zugeschaltet, bin aber eigentlich im Norden Deutschlands verortet, deswegen heute auch nicht in Nürnberg. Ich habe vor 2019, Anfang 2019, die Working Out Loud Community im Norden gegründet. Und mache das seither relativ stetig. Also ich bin ähnlich großer Fan wie Alfred. Ich habe, glaube ich, schon 10 Circle mittlerweile hinter mir. Und meine Erfahrung ist ganz ähnlich, wie die beiden anderen das auch schon beschrieben haben. Ich habe dank Working Out Loud dieser Erfahrung, wie gut die Vernetzung funktioniert und wie gut man gemeinsam Dinge entwickelt und ja, auch Sachen ins Netzwerk hinausruft, auch wenn man irgendwie mal Themen hat, wo man Fragezeichen hat oder so, kann ich heute von mir behaupten, dass ich einen Job habe, den ich wirklich, wirklich will und dass sich immer wieder auch neue Möglichkeiten auftun und wann immer irgendwo eine Tür zugeht, gehen mindestens 3 andere wieder auf. Also das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und was Working Out Loud mir zumindest geboten hat oder ermöglicht hat, ist dieses Mindset zu entwickeln. Ja, auch mit einer hohen Fehlertoleranz und Mut zur Lücke auch mal rauszugehen und zu sagen, ich muss jetzt nicht alles, muss jetzt die Folie nicht 100% vorbereitet haben, sondern irgendwie 80% reicht auch. Und was mir noch total wichtig ist, ich habe unten in dem Concept Board gibt es noch einen Bereich für die Working Out Loud Assembly. Da findet ihr auch meine Kontaktdaten, denn ich werde im September, weil ich mein Herzensthema, ich brenne total für das Thema Bildung, Bildungstransformation und neues Lernen in auch in Schule und Unterricht zu bringen. Und wir starten im November voraussichtlich mit einem Community-Programm Working Out Loud for Education, was im Fokus stehen der Lehrerinnen und Lehrer, um dort auch dieses Mindset zu vermitteln und die Möglichkeit der Vernetzung darzustellen. Aber alle Bildungsinteressierten sind durchaus auch eingeladen, denn das Ziel ist ja, möglichst aus dem eigenen Silo auch rauszukommen und ja, sich größer und weiter zu vernetzen. Und das kann ich definitiv einfach nur aus vollem Herzen empfehlen. Und deswegen mache ich das auch schon so lange und erzähle das immer wieder und versuche Leute dafür, für die Methode zu begeistern, wie zum Beispiel heute. Was wir eigentlich jetzt geplant hatten, Miriam, du bist gleich sofort, Martina, Entschuldigung, du bist gleich sofort dran. Wir hatten eigentlich geplant, so ein kleines Lean Coffee zu gestalten. Das habe ich auch vorbereitet auf dem Board der Wall Assembly. Aber da wir jetzt noch nicht mal mehr 15 Minuten haben, würde ich einfach vorschlagen, euch einladen, auch von euren Erfahrungen zu berichten, beziehungsweise wenn irgendwelche Fragen sind an uns drei, die wir Working Out Loud schon seit einer Weile machen und ja, vielleicht auch ein paar Fragen beantworten können. Einfach raus damit, Mikro auf oder beziehungsweise Würfel rüber und los geht's. Super, danke. Aber Martina hat sich ja schon so lange gemeldet. Mach du mal und dann hier im Raum. Ja, also einige wissen ja, Woll hat mich gefunden, schon lange vor der Pandemie, durch Katharina Nolden. Katharina Nolden, die auch heute ja mit involviert ist, hat mich sozusagen mit einbezogen in die Woll Healthcare Runde. Und dadurch wurde für mich etwas gelöst in Bezug auf Woll, was ich eigentlich vorher schon gelebt habe, aber ich nicht wusste, was es bedeutet. Ich komme aus dem Saarland. Bei uns gibt es den Spruch, ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der wieder jemanden kennt. Und eigentlich ist das, was ich immer schon gelebt habe. Aber jetzt wusste ich auch, wie die innere Haltung dazu bedeutet. Was ich unterstützen wollte, Alfred, oder verstärken wollte. Aus den Circlen heraus ergibt sich ja ein Beziehungsmanagement, der, wie soll ich sagen, das potenziert sich ja immer weiter. Und man sollte nicht oder soll sich nicht darauf festhalten, dass das, was in dem Circle ist, sozusagen wie so ein kleiner Kosmos, sondern das ergibt nachher ein riesengroßes Universum. Und das ist die Stärke des Ganzen. Also von daher kann ich euch nur ermutigen, es ist eine Reifegrad, der immer weitergeht. Und ich bin halt, wie gesagt, gerne zum Vernetzen bereit und fragt einfach. Okay, Martina, super.
Jetzt hier im Raum geht es weiter mit der kurzen Namen vielleicht. Christine, hallo. Christine. Ja, Christine, ich hätte eine Frage. Dieses LernOS geht ja auf Open Source zurück und so wie ich das verstehe und ist ja auch etwas, wir teilen alle gemeinsam und es ist kostenfrei. Das würde mich jetzt bei Woll interessieren. Ist das genauso gedacht oder wenn ich da diesen John Stepper dahinter sehe, ist das jemand, frag's mal einfach schlicht, der damit Geld verdienen will. Wisst ihr das? Also es ist so, dass es ursprünglich gestartet ist. Rainer oder ein paar andere, die hier mit dabei waren, oder Jochen ist auch ein Early Adapter der ersten Stunde. Es war ursprünglich Open Source gedacht. Es hat sich die letzten zwei Jahre zu einem kommerziellen Angebot verändert. Muss man dazu sagen, dass der John auch schon gemerkt hat, dass es viele Unternehmen ja auch kostenlos nutzen. Ja, und die Unternehmen, wie mein Arbeitgeber zum Beispiel, hätte ja Geld auch da zu investieren. Das machen auch manche Unternehmen, die sich da eben einen gebrandeten Leitfaden gekauft haben. Für dich selber ist es immer noch umsonst. Also wenn du dich selber nutzen willst, für dich selber, für Lerngruppen, privates Umfeld ist es immer noch umsonst, das muss man immer dazu sagen. Und es gibt eben, wie gesagt, schon so viele Abwandlungen wie mit der Barbara, mit Woll Healthcare, mit bestimmten Woll for Educations, die immer noch umsonst sind, die gewisse Berufsgruppen oder gewisse Zielgruppen spezifisch zugeschnitten wurden. Und wie gesagt, für dich selber, für dein Team, außerhalb vom Unternehmen kannst du es immer noch nutzen. Ja, wenn man es innerhalb vom Unternehmen macht, sollte man so ehrlich und integer sein und eben auch zu sagen, pass auf, meine Mitarbeitenden profitieren davon und es ist mir auch was wert. Ja. Das muss man auch immer wieder dazu sagen, dass Unternehmen sich da auch die letzten Jahre aus einem Open Source bedient haben, was vielleicht auch nicht ganz so legitim war. Aber es ist Geschichte. Also da muss jeder selber damit einen Umgang finden. Und LernOS ist vielleicht auch nochmal die Brücke, gibt es den LernOS for You, der ist ein bisschen angelehnt an Working Out Loud, den kann man sich auch mal angucken, auch da gibt es eben die Möglichkeit, da eben für sich selber mit anderen dann eben gemeinsames Ziel 12 Wochen zu durchlaufen, also das ist auch völlig, völlig okay. Ja. Also, und es ist ja nur ein Rahmen, es ist ja keine Checkliste, die man abarbeitet, sondern es ist ein Rahmen, wo du eben individuell für dich selber feststellen kannst, okay, ich habe jetzt noch mehr Zeit, ich kann mir noch mehr angucken oder ich habe weniger Zeit und fokussiere mich dann eben auf die Basics, ja, und arbeite mit den Basics. Also das ist völlig individuell personalisierbar für dich selber. Ja, da kann man dich nur einladen. Ich würde da gerne noch eine Sache ergänzen, Alfred, absolut richtig, ganz besonders wichtig auch die Aussage von dir, dass das nichts muss, alles kann. Also man kann ja auch im Laufe der 12 Wochen sagen, die Übung, die passt uns jetzt nicht, wir machen was anderes, das ist völlig legitim. Der Unterschied jetzt seit der Veränderung der Terms of Use ist, dass diese, wie zum Beispiel Working Out Loud for Education, das ist eine geführte Lernreise, die eingebettet ist in, also mit Organisatoren. In dem Fall bin ich das mit ein paar anderen, mit einem Team drumherum noch. Wir gestalten dann so eine Art Kickoff und kümmern uns darum, dass alle Leute die Materialien passend finden und so weiter. Das, was über LernOS laufen kann, gleiche Logik, gleicher Effekt, ist dann aber komplett selbstorganisiert. Also da, und deswegen hatte ja Sandra vorhin auch über auf den Peerfinder hingewiesen, da kann man sich eine Gruppe suchen und das dann eben komplett alleine gestalten. Das andere, da wo es auch diese, also diese kostenfreien Möglichkeiten gibt für bestimmte Zielgruppen, das ist so eine etwas geführtere Variante, weil John festgestellt hat, dass oftmals heute, wenn Menschen anfangen, ganz komplett selbst organisiert, dass es dann, dass sie nicht bis die 12 Wochen durchhalten, weil sie irgendwo die Orientierung verlieren. Und deswegen ist die Idee, diese geführten Lernreisen für Individuen, für bestimmte Zielgruppen kostenfrei anzubieten. Und wenn das im Kontext Unternehmen passiert, so wie Alfred sagt, dann eben es kostenpflichtig zu machen. Genau.
Und das ist ein guter Hinweis, Barbara, dass du nochmal sagst. Also wir haben ja die letzten Jahre immer das so konzipiert, dass wir auch im Unternehmen immer geguckt haben, dass in den neuen Circlen immer jemand drin ist, der schon Erfahrung hat. Das kann man euch auch nochmal mitgeben. Wenn ihr ein LernOS oder ein World Circle startet, guckt, dass jemand dabei ist, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Es gibt dann immer einen, der praktisch so eine Art Mentor ist oder eben ein bisschen guckt auf die Rahmenbedingungen und immer auch jemanden, der vielleicht ein bisschen auf die Zeit guckt, dass ihr da eine gewisse Rollenverteilung habt, dass ihr da auch für euch selber gut sorgt und trotz aller Selbstorganisation dann eben gut miteinander umgeht. Ja, und es gibt auch Modelle, die dann eben, oder Circle, die dann eben auch rollierende Menschen haben, dass man sagt, okay, eine Woche magst du, eine Woche magst du. Also es ist total individuell. Also welche Erfahrungen, was euch da taugt oder nicht taugt, dass ihr sagt, nee, mach du das 12 Wochen lang. Wichtig ist auch nochmal auch so eine Erfahrung, blockt euch die 12 Wochen im Vorfeld. Also wenn ihr jetzt heute rausgeht und sagt, okay, ich habe jetzt im August Urlaub, schlecht, ja, dann sagt, okay, im September bin ich Urlaubsphase durch, wir fünf sind alle fein, wir können bis Weihnachten, sind ziemlich genau 12 Wochen, wir könnten da starten. Sucht euch einen guten Tag, einen guten Abend, der passt für euch, einen guten Zeitrahmen und blockt euch die 12 Termine. Dann habt ihr schon mal, was Sandra gesagt hat, das Commitment, dass ihr dann auch da eben Zeit für euch habt. Ja, das kann man gar nicht oft genug betonen. Nicht überbuchen lassen, gleich im Vorfeld buchen und dann wird das Ding auch fliegen. Und dann habt ihr dann eben als persönliches Weihnachtsgeschenk dann auch Yeah, Circle durchlaufen. Ja. Yeah. Also wir haben hier im virtuellen Raum, Gabriele, du hattest dich gemeldet, aber du hast die Hand wieder runtergenommen, hat sich geklärt. Und ansonsten Ruben hat noch die Hand oben. Genau, ich wollte noch vier Kommentare dazu geben. Wir haben bei der Conti jetzt im zweiten Jahr mittlerweile auch Social Learning implementiert, nicht im Ballcircle, aber es ist vergleichbar. Vier Dinge. Ich habe den Eindruck bekommen, dass das Thema selbstverantwortliches Lernen, was für mich in so einem Social Circle dazugehört, schwierig ist oft. Also die Teilgebenden sind oft in einer Konsumentinnenhaltung, was ich schwierig finde. Und deswegen automatisch, ich sehe bei uns zumindest, dass die Abwicklung in Projekten solcher Circles nicht ohne eine Steuerung funktioniert. Also ich bin da drin und der Marcel Kirchner auch. Und das ist zwingend nötig. Und das Letzte, die Organisation zeitlich vor Pausen, nach Pausen. Also wir hatten echt Schwierigkeiten dieses Jahr, das so zu timen, dass es nach Ostern ist und vor der Sommerpause, weil so eine Unterbrechung mit einer Sommerferienpause oder Weihnachten ist immer schwierig. Es waren vier Punkte, ein Punkt noch. Die Verknüpfung mit realen Projekten ist auch wichtig. Ja, also, dass man Anschlussfähigkeit. Versucht, genau, ja, richtig. Anschlussfähigkeit. Ja, guter Hinweis. Zeitlich hast du auch gerade erwähnt, wir haben noch zwei Minuten. Also ihr könnt Jochen. Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz, weil mir die Frage so am Herzen liegt, die Christine, glaube ich, gestellt hat, habe ich deinen Namen richtig, einfach noch mal kurz zusammenfassen. Ich habe es auch gerade in den Slack gepostet. Da gibt es nämlich einen hervorragenden Blogpost vom Simon, der hier auch Gastgeber ist. Der hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Und einfach, um das noch mal, weil wir nur noch zwei Minuten haben, in einem Satz zusammenzufassen, warum ich mich für Woll engagiere, ist, dass das eine Geisteshaltung ist. Ja? So wie der Geist der Aufklärung in der Renaissance. Wissen wird geteilt und dann werden wir alle besser und wir lernen voneinander. Das kann uns ja niemand verbieten. Was Woll aber auch ist, ist ein Buch, das muss man natürlich kaufen, da darf man keine Kopien von machen. Es gibt diese Circle Guides, die sind urheberrechtlich geschützt vom John Stepper, da darf man keine Kopien machen, sonst sind das Raubkopien. Und Working Out Loud ist sogar als Marke geschützt eingetragen. Das heißt, ich darf jetzt als Trainer oder als Coach halt keine Workshops anbieten und darf sagen, das ist ein Working Out Loud Workshop. Weil dann verletze ich Johns Markenrechte. Und das ist ja auch sein gutes Recht, sich das schützen zu lassen. Aber wie gesagt, alles Weitere hat der Simon super auf den Punkt gebracht, habe ich gar nichts hinzuzufügen, der Link ist im Slack. Schöne Punktlandung und die Glocke, Leute, draußen. Drei Viertel. Ja. Drei Viertel, yeah. Also macht einen Circle, Leute. Macht einen Circle. Danke für die Online-Teilnahme und für die ganzen Aktionen. Wir sind in der Assembly, da könnt ihr auch im Slack-Channel nochmal was reinposten, Fragen stellen vor Ort und vernetzen. Martina, Netzwerkerin, und Barbara auch mit ihren Daten. Macht's gut. Auf dem Coinsupport könnt ihr ja alle eure Daten hinterlegen. Ja. Dass wir uns überhaupt alle vernetzen können.
Alle mit der ganzen Welt vernetzen, schafft auch mehr Frieden in der Welt. Ja. Super gemacht, vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao. Dankeschön. Tschüss.